Dir ist es auch nicht schlimm. Ja. So, jetzt gehen wir hier rüber. Na, ihr Hasen, los, erzähl mal was, Digga. Fein, mach mal. Fein, richtig. Julian, siehst du mal? Ja, aber ordentlich. Julian, fein. Ja, das hätte ich ja wieder bloß. Ja, ja, ja. Fein, erzähl mal was. Fein, mach mal. Fein. Hey, das ist doch bloß Gejammer heute. Gefallen, nochmal. Na ja. Gefallen, nochmal richtig. Gefallen. Du bist ja der Quarksack heute bloß. He? Gudi, ich will erst mal vorstellen, mein Name ist Jörg Gräser. Ich arbeite dieses Jahr 25 Jahre hier im Zoo und davon 23 Jahre in der Raubtierpflege. Nun zu den Hauptdarstellern, den afrikanischen Löwen. Der Löwe ist ja nur die zweitgrößte Großkatze, gleich nach dem Tiger, die es bei uns hier auf der Erde gibt. Die männlichen Tiere, die sind also durchaus in der Lage, über 200 Kilogramm zu erreichen. Matadi ist ein ziemlich schlanker Löwe, der hat trotzdem seine 200 Kilogramm, weil er ein sehr großer Löwenmann ist. Die Weibchen, die liegen so bei Gewichten, je nach Ernährungszustand und natürlich auch ein bisschen von der Größe abhängig, bei 110 bis 180 Kilogramm Körpergewicht. Unsere beiden Tiere hier, die gehören zu einer spezifischen Unterart des Löwen, und zwar sind das die Angolaner oder Katanga-Löwen, wie man die auch benennt. Das ist in der Zoogeschichte auch das erste Mal, dass hier eine spezifische Unterart gehalten und gezeigt wird. Die gesamten Vorgänger, da sprach man von den sogenannten Zoolöwen. Das waren also Mixi-Löwen aus verschiedenen Unterarten herausgezüchtete Tiere. Die beiden, die stammen aus dem Zoo in Lissabon, also Portugal. Leider Gottes können wir mit den beiden Tieren nicht mehr züchten, weil die kommen aus einem sehr kleinen Genpool. Da sind also mittlerweile so viele Überzüchtungserscheinungen drin, also Krankheiten in dieser Population, dass wir die Tiere aus der Zucht rausnehmen mussten. Also Matadi, der trägt zum Beispiel einen grauen Star im Auge, den der auch weiter vererbt. Und die Luena, die kann sich vom Hormonhaushalt nicht als Mutter bewähren. Die Tiere selber können nichts dafür, ist immer irgendwo der Mensch dran schuld. Ne? Ja, unser Weibchen heißt Luena. Die ist dieses Jahr am 4. August 12 Jahre alt geworden. Matadi, der hatte am 28. September Geburtstag und ist dieses Jahr 9 Jahre alt geworden. Das sind also auch schon ein bisschen betagtere Tiere. Ne? Ich habe dir mal Leckerli mitgebracht. Die kriegen zwar heute Abend noch große Portionen. Die kriegen es aber hinter den Kulissen. Jetzt ist bloß wirklich, wie gesagt, ein Leckerli. Bitte nicht anfassen. Pass auf. Okay. Luena. Ja, das ist ja nur eine sehr schöne moderne Raubtierhaltung, die wir jetzt Ihnen hier auch zeigen können. Die Anlage, die ist wirklich also eine mit der schönsten Anlagen, die bisher hier gebaut worden sind, ist klar. Ne? es ist ganz einfach, die ist also wirklich schön abwechslungsreich strukturiert, bietet wirklich den Tieren alles, was die auch wirklich brauchen. Vor allen Dingen, sie ist entweder bodengleich bzw. nach oben abgehend, dass die Tiere sich auch erhöht legen können, und das machen die wirklich sehr gern, denn Katzen sind ja auch optische Tiere, die haben also ein super gutes Sehvermögen, wobei man sagen muss, alle Sinne sind wirklich sehr gut entwickelt und die beobachten natürlich sehr gerne, das machen die natürlich lieber erhöht. Also, und wenn die sich gerade im Sommer legen, die sich gerne hier in den Hang oder auf die künstlich angelegte Höhle, und von dort aus beobachten die, und das seid ihr, die Leckerlis. Insgesamt muss man sagen, Großkatzen, egal welche Art man da jetzt auch benennt, die finden Kinder ganz toll, weil ihr wahrscheinlich leckerer seid. Ne? Es ist ganz einfach so, Kinder sind die beweglicheren von uns, der Erwachsene ist ja eher der stille Beobachter, der ruhig an so eine Anlage rantritt. Währenddessen gerade Kinder, gerade wenn Mama und Papa ein bisschen länger beobachten, dann fangen die doch eher an hin und her zu wuseln. In dem Moment wird natürlich das Kind auch zum beweglichen Objekt und für die Katze natürlich wesentlich interessanter. Die Anlage selber, die ist ausgestattet mit beheizten Flächen, und zwar jeweils von den Antrittsscheiben. Hier hinten ist dann auch nochmal eine. Und in dieser künstlich angelegten Höhle. Begrenzt wird die Anlage einerseits durch dieses Haus, was als Felswand verkleidet wurde. Da ist auch drin eine einsehbare Tages- oder Winterunterkunft, wo man die Tiere als Besucher eben auch drin beobachten kann.
Hinter den Kulissen haben die noch einmal 4 geräumige Käfige. Jeder Käfig hat eine Grundfläche von 30 bis 36 Quadratmetern. Das ist also wirklich sehr schön geräumig gebaut. Und die Anlage, die ist also für einen Rudel konzipiert von 6-7 erwachsenen Tieren plus minus der Jungtiere. Auf der Seite dann dort drüben ist dann ein Trockengraben als hintere Absperrung. Und hier vorne ist ein Wassergraben, der zusätzlich nochmal mit Elektrozaun geschützt ist. Manchmal kommen die Fragen vom Besucher, Herr Gräser, kommen die Tiere hier raus? Kann ich eigentlich bloß sagen, es ist immer vorteilhaft in der ersten Reihe zu stehen, ha? Und flinke Füße muss man haben. Nee, also da passiert nichts. Kann man auch wirklich bloß Löwen drauf halten, andere Großkatzen können wir auf so einer Anlagenbegrenzung nicht rein. Das machen sie nicht, weil die Anlage ist so gebaut, und das versteht der Löwe ja nicht, dass das hier schon wieder festes Land ist, das sind ja viele Upplaufwasser. Und die Gräben müssen mindestens 10 Meter breit sein, dass sie mit diesen Überschwemmungen sind. Und also wie gesagt, die Löwen sind auch nicht so große Springer, dass sie das überwinden könnten. Also ein Schneeleopard, der würde natürlich hier noch ein bisschen weiter auf dem trockenen Boden laufen, wenn der springt. Ja, das ist nicht mit durchschlagen, man müsste verschwimmen und man erreicht hier auf den Boden. Und, ja. Also ich könnte man schon mehrmals übereinander stellen. Okay. Unsere Löwen, die kriegen in der Regel zweimal in der Woche was zu fressen. Also da geht größere Portion, die liegt so bei 8 bis 15 Kilogramm, hauptsächlich Rindfleisch mit Knochenanteil. Ab und zu bekommen sie auch mal Pferdefleisch, das ist natürlich eine willkommene Abwechslung, das fressen sie wirklich echt gern. Dann kriegen die natürlich auch Raubfutter angeboten. Das prinzipiell alle Raubtiere, egal ob du nur ein kleines Raubtier oder ein großes Raubtier hast, das ist das wertvollste Futter, was es überhaupt gibt. Raufutter, das ist eine Ganzkörperfütterung. Dort in diesem Ganzkörper finden die Tiere sämtliche lebenswichtigen Vitamine, Mineralien und Spurenelemente vor, die die eben auch wirklich zum Leben brauchen. Ich meine, wir brauchen uns ja nichts vormachen, wir können uns auch nicht das ganze Leben vom Grießbrei ernähren. Und die brauchen natürlich auch eine ordentliche Fütterung. Und hier wird also angeboten im Zoo, wie gesagt, allen Raubtieren, angefangen vom Küken über Fisch, Meerschwein, Kaninchen, Tauben, Hühner bis hin zur Zwergziege, Schaf. Wobei die Beten, die sind da sehr wählerisch, gerade Matadi ist ein sehr wählerischer Hacksch. Die fressen also weder eine Zicke noch ein Schaf. Ich habe das also schon mehrmals ausprobiert bei den Tieren, habe die 3 Wochen fasten lassen. Und nach 3 Wochen, da brauchst du die nicht ansprechen, da haben die richtig böse Hunger. Haben dann frisch totes Schaf gekriegt und dann auch später mal nochmal eine frisch tote Ziege. Da sind die jedes Mal reingekommen, haben mich angeguckt, als wie jetzt ist er wahrscheinlich restlos verwirrt. Sind an dem Vieh vorbeigelaufen und ich habe es den nächsten Tag wieder rausgekarrt. Matadi macht noch große Unterschiede, was zum Beispiel Hühner angeht. Der frisst also weder Küken noch Junghuhn. Am liebsten sind dann welche aus der Legebatterie, möglichst alt. Aber so verschieden sind die Geschmäcker eben. Schön Ziege. Ja. Dann versuchen wir sie natürlich auch viel zu beschäftigen, weil es sind ja nur Tiere, die also auch am Tag sehr, sehr viel ruhen. Denn ihre Aktivitätsphasen, die liegen nur mal an der Dämmerung und nachts, also wenn ihr zu Hause seid und der Zoo zu hat. Und umso älter die Tiere werden, umso fauler werden sie auch. Brauchen wir uns auch nichts vormachen. Die aktiveren sind immer noch die Mädels, also die Weibchen. Die Männer sind eigentlich noch fauler. Das ist in der Natur genauso. Und ist ganz einfach, weil die Weibchen, die werden, wenn sie Junge haben, eher dann noch animiert, mit den Kindern mal zu spielen, sich zu beschäftigen. Und die sind natürlich auch die aktiveren in der Jagd, muss man sagen. Man versucht sie, auch wenn sie jetzt schon ein bisschen betagter sind, trotzdem am Tag mal ein bisschen in die Gänge zu kriegen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einerseits arbeite ich sehr viel, mit Gerüchen, setze dazu verschiedene Huftiercodes ein. Das kann also durchaus Zebra, Giraffencode, verschiedene Antilopenkacke sein. Mitunter gibt es auch mal Elefantenmurmeln, das sind solche Geräte hier. Wenn die zwei rauskommen und finden so eine Leckerei vor, dann überlegen die sich natürlich auch, wenn das Zebra schon hergeschissen hat, dann kann das auch noch auf der Anlage rumlungern. Und die suchen natürlich auch die Anlage dann erstmal nach der potenziellen Beute ab. Matadi findet es aber auch immer ganz lustig, einerseits davon zu kosten und andererseits sich drinnen zu wälzen und sich ein bisschen schick zu machen für seine Olle. Also ja, die Nasen sind eben auch verschieden. Ne? Dann arbeite ich auch mit Gewürzen, gibt es auch ganz verschiedene Gewürze. Das lieben die auch ab und zu mal, weil das auch letztendlich einen neuen Geruch auf die Anlage bringt, auch einen neuen Geruch in das Territorium. Wir haben hier auch eine Pappröhre noch liegen. Ich habe mal der Luena noch was mitgebracht, weil ich Matadi heute nichts geben kann, weil das so weit kann ich eigentlich nicht schmeißen, was die Erde immer gerne hat. Dieser Ball, das ist also wirklich ein Lieblingsspielzeug von Luena. Matadi mag das eigentlich nicht so, die kleinen Bälle, der mag lieber solche großen Bälle, wie Ferkelbeschäftigungsbälle, die auch in der Landwirtschaft eingesetzt werden.
ist meistens ein kurzzeitiges Spielzeug, da beißt Luena rein, da macht es kurz Puff, dann ist die mitunter ganz verblüfft, da ist eine ganz andere Luft drin als die Umgebungsluft. Wenn Luena die in die Nase bekommt, fängt die auch mitunter an zu flehen. Und zwar zieht die Lefzen so leicht über die Eckzähne. Die haben ja im Gaumen dieses Jakobsonsche Organ. Wenn da die Luft vorbeiströmt, da können die diese Luft auch intensivieren und können Geruchsmoleküle rausfiltern, was es so mehr oder weniger auch interessiert. Dieses Flehen sieht man auch häufig bei den Kardern, wenn der nämlich zum Beispiel an ihr hinten dran rumschnuppert oder an ihrer Lulle riecht, um zu prüfen, ob sie heiß ist, dann zieht der Lefzen auch so hoch bei diesem Prüfen des Geruchs. Und macht dabei auch ein ganz komisches Gesicht. Wenn das dann bloß ein Lederlappen noch ist, schmeißt die dann manchmal bloß in die Ecken, wahrscheinlich auch der alte kann man da runterräumen. Manchmal spielt die aber auch wirklich sehr vorsichtig und sehr ausgelassen mit so einem Ball. Das kommt natürlich immer auf ihre Lust und Laune drauf an. Also morgen nach dem Futtertag sind die meistens so faul, da steht die manchmal gar nicht auf. Aber ich denke, heute macht sie mit und das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Luena, pass auf, pass schau. Vorsicht mal. Los geht's. So sieht das aus, der Alte rennt natürlich hinterher, er hat ja bloß eine, wenn jetzt noch zwei andere da liegen würden, dann würde er da nicht aufstehen. Ja, und da kann die natürlich sich ein bisschen beschäftigen damit. Hinter den Kulissen haben sie noch verschiedene andere Beschäftigungssachen. Hat Matadi auch sein Lieblingsspielzeug, mittlerweile mehrere Dolinkugeln, jetzt kommt sogar Fotoroller für den Ball. Der hat auch schon die Kegel dazu, die kriegen auch Popcorns angeboten, frische Äste. Also das sind so Sachen, die dann hauptsächlich nachts kaputt machen. Jetzt neue Plan. Also wie gesagt, man versucht immer wieder mal ein bisschen zu animieren. Heute Abend haben sie ja auch eine ganze Ecke noch mit dem Futter zu tun. Also an der großen Portion müssen sie ja doch dann eine ganze Weile arbeiten, bis sie eben oft gefressen haben. Genauso sieht das aus. Das macht die ganz prima, die Luena. Feines Mädchen, ne? Ja, das macht den Ball ganz. Die Löwin, die hat eine Tragzeit von 3,5 Monaten. Dann bekommen die 2 bis 4 Jungtiere. Ja, und die Jungtiere werden auch in der Regel bis zu einem halben Jahr gesäugt. Unter Zoobedingungen können die Tiere durchaus 15 bis 20 Jahre alt werden. In der Natur werden sie in der Regel nicht so alt angegeben. Also die Männer, die haben in der Regel so eine Lebenserwartung von 8 bis 10 Jahren. Die Weibchen können älter werden, 16, 17 Jahre, weil die eben den Vorteil haben, dass die im Rudel verbleiben. Und alte Tiere oder auch jetzt auch wegen mir ein hochträchtiges Weibchen, die jetzt nicht so agil an der Jagd dran teilnehmen können, die werden trotzdem von anderen Rudelmitgliedern mit ernährt. Weil das ist so eine Amtszeit von einem Löwenmann, die liegt eben, wenn er großes Glück hat, liegt so bei 3 bis 4 Jahren. Die kann also wesentlich kürzer sein. Da wird er ja letztendlich schon wieder verdrängt und abgelöst durch andere, junge, stärkere, nachrückende Löwenmänner. Entweder wird sofort getötet oder die kriegen eben, die haben ja wirklich schwere Kämpfe mitunter auszustehen, dass die eben solche schweren Verletzungen davontragen, dass sie in den nächsten Tagen da auch daran sterben. Wenn der alte Papa natürlich mal die Beine in der Hand nimmt, da kommt er auch mit dem Leben davon. Das bedeutet aber auch gleichzeitig in der Regel, dass er auf sich selber angewiesen ist, er muss selbst jagen. Und ein einzelner Mann ist natürlich nicht so erfolgreich in der Jagd und das bedeutet auch meistens, dass er verhungert. Ja. Ja, aber ansonsten, ja, der Dicke, der nutzt natürlich die Gelegenheit immer, wenn die mal ein bisschen komisch da liegt, da will der die natürlich gleich drauf, und, aber die wird nicht heiß, weil die verhindert wird. Sind so viele Kinder jetzt. Guti. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, ich würde jetzt die nächste Kommentierung bei den Erdmitteln durchführen, dann noch eine Beine hinein, danach könnt ihr mir noch Fragen stellen. Und 15 Uhr ist dann auch vorne bei den Leoparden noch einmal für eine Tierpfleger-Sprechstunde. Da seht ihr mich dann auch noch mal. Okay. Oh, jetzt kommt er. Oh, schade. Jetzt. Computer, ja klar. Irgendwo, ja, das ist doch bekannt. Ja.